Meine Damen und Herren, wir bringen jetzt die Rede von Bundespräsident Dr. Thomas Klestil zum heutigen Nationalfeiertag. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich freue mich, Ihnen heute am Abend des Nationalfeiertages über die Erfahrungen und Eindrücke meiner ersten Monate im Amt des Bundespräsidenten berichten zu können. Es sind Erfahrungen, die ich in vielen Gesprächen mit meinen Landsleuten, aber auch mit Staatsmännern in anderen Ländern gewonnen habe. Das Überraschendste dabei war für mich der große Unterschied in der Bewertung Österreichs und seiner künftigen Rolle in Europa. Viele Österreicher haben mir zuletzt von ihren Ängsten und ihrer Ratlosigkeit darüber erzählt, was auf uns zukommt. Die Tragödie in Bosnien, die Flüchtlingsströme und das Ausländerproblem. Aber auch die Ohnmacht und Krisenanfälligkeit Europas haben sie tief verunsichert. Viele fragen, was künftig von der Stabilität und Identität Österreichs bleiben wird, von unseren Traditionen und Werten. Ganz anders aber waren die Gespräche bei meinen Besuchen im Ausland. Und ich habe mir oft gewünscht, Sie alle könnten dabei sein und zuhören. Denn was ich dabei über unser Österreich und unsere europäische Rolle gehört habe, das hat mich stolz und glücklich gemacht. Und ich bin aus langer Berufserfahrung ziemlich immun gegen Schmeichelei. Ich erzähle Ihnen dies, weil ich es für notwendig halte, die Mauer der Skepsis und der Furcht abzubauen, die uns offenkundig umgibt. Und weil ich heute mehr denn je davon überzeugt bin, dass wir Österreicher allen Grund haben, dem Zusammenwachsen Europas mit Zuversicht entgegenzusehen. Ich habe Ihnen versprochen, mich für eine Politik der Ehrlichkeit einzusetzen. Dieses Gelöbnis gilt zuallererst für mich selbst. Es wäre unehrlich, würde ich verschweigen, dass eine Zeit großer Anforderungen und Probleme vor uns liegt. Manche Berufsgruppen gehen schweren Jahren des Wandels und der Anpassung entgegen. Aber gerade wir Österreicher wissen aus Erfahrung, was wir zustande bringen, wenn wir es nur wollen und wenn wir gemeinsam an den Erfolg glauben. Sie, liebe Landsleute, die ja die letzte Entscheidung haben werden, sollten wissen, dass wir Österreicher unseren Weg in die europäische Gemeinschaft mit einem Vorsprung beginnen, wie ihn kein anderes Land der EG jemals hatte. Denn Österreich gehört schon heute zum stabilen Kern Europas. Unser Pro-Kopf-Einkommen liegt bereits an sechster Stelle unter den Industriestaaten. Unsere kulturellen und intellektuellen Leistungen sind weltweit hochgeschätzt. Und wir besitzen zudem einen Schatz an Erfahrungen und Bindungen zu unseren östlichen Nachbarn, die, wie mir in allen Hauptstädten bestätigt wurde, auch für das künftige Europa unersetzlich sein werden. Österreich hat in der Vergangenheit immer dann Sternstunden erlebt, wenn es sein Schicksal nicht dem Zufall überlassen hat, sondern die Chance großer Veränderungen rechtzeitig erkannte und sie mit Mut zu nützen verstand. Das gilt heute in besonderem Maße. Denn die Welt von gestern existiert nicht mehr. Es gibt kein Gleichgewicht des Schreckens mehr, das uns schützt. Es gibt keine österreichische Sicherheit ohne europäische Sicherheit. Alle Bedrohungen der Zukunft können nur grenzüberschreitend gelöst werden. Alle wirtschaftlichen Hoffnungen setzen offene Grenzen und freie Märkte voraus. Und alle Schlagbäume der Welt können unsere österreichische Identität nicht schützen, wenn nicht wir selbst sie pflegen und bewahren. Wir reden jetzt viel von Europareife. Ich selbst verstehe darunter weit mehr als nur die Vereinheitlichung von Gesetzen und Normen. Europareife heißt auch geistige Beweglichkeit und Optimismus. Es heißt Risikobereitschaft und Wettbewerb. Es heißt Mut zum Handeln und Verzicht auf jenes Schlecht- und Miesmachen, das das Gute nicht gelten lässt
und letztlich zur Selbstabwertung von uns allen und unserer Demokratie führt. Es heißt Eigeninitiative und Abschied von einer Mentalität, die den Staat zum alleinigen Nothelfer in allen Lebenslagen macht. Es heißt Solidarität statt Polarisierung und Spiel mit den Emotionen. Denn jene Nachbarn, die wir heute unterstützen oder enttäuschen, sind auch morgen unsere Nachbarn. Es heißt für uns alle auch mehr Selbstvertrauen, denn Angst und Kleinmut sind sicher die schlechtesten Ratgeber. Vertrauen hat aber auch mit Vertrautwerden zu tun. Wir müssen viel mehr als bisher über Europa reden, von Europa wissen und für Europa denken. Vielleicht werden Sie sich fragen, wie mein Bekenntnis zu Europa zum heutigen Nationalfeiertag passt. Ich glaube, dass gerade der österreichische Patriotismus als europäisches Modell dienen könnte. Denn er hat weder mit politischer Macht oder militärischer Stärke zu tun, noch richtet er sich gegen andere und grenzt sie aus. Die österreichische Nation wurzelt allein in einer großen geschichtlichen Erfahrung und in unserem Willen zur Gemeinsamkeit. Für eifernden Nationalismus ist da kein Platz. Ich halte dies für eine ideale Voraussetzung. Sie erlaubt es uns, ganz selbstverständlich Österreicher und Europäer zu sein. Jetzt gibt es köstliche Delight-Gerichte, auch kalorienreduziert. Delight 300 Kalorien, zum Beispiel das feine Rindfleisch Venezia. Wunderbar. Oh. Das war gut. Delight 300 Kalorien, jetzt mit drei neuen köstlichen Gerichten. Was gibt es Neues von Iglo Wertvoll Vollwert? Die neuen knusprigen Gemüsestangerl mit erntefrischem Gemüse und Kräutern. Neu von Iglo Wertvoll Vollwert. Schmeckt gut und tut gut. Tägliches Putzen ist schon schwer. Doch hartnäckiger Schmutz zwingt sie auch noch auf die Knie. Schluss damit. Jetzt gibt's den neuen Meister Propper mit seinem einzigartigen Fettlöser. Meister Propper gleitet durch den Schmutz, wo sie bisher oft schrubben mussten. Und das bringt sie wieder auf die Beine. Selbst hartnäckiger Schmutz verschwindet so im Handumdrehen. Glänzend, nicht? Gleiten statt schrubben. Der neue Meister Propper mit Fettlöser. Mmh, das neue Iglu Baguette Avignon. Mit echtem Mozzarella und würzigem Edeltaler. Auf knusprigem Weißbrot. Und das Beste daran ist, dass es immer noch ein zweites gibt. Die Baguettes von Iglo schmecken einmalig und das gleich zweimal. Verflixt nochmal diese Salatölflecken. Warum sind die bei 40 Grad drin geblieben? Weil es Fett ist. Und Bratenspritzer. Warum hat mein Pulver das bei 40 Grad nicht ganz rausgekriegt? Weil es Fett ist. Und das schaffen manche Waschpulver nicht so richtig bei 40 Grad. Ach nein. Und die Lösung? Jetzt kriegen Sie sogar das Fett raus. Mit Ariel Ultra und seiner Ultra-Fettlösekraft. Solcher Fettschmutz bei 40 Grad. Ariel Ultra schafft es. Ultra rein. Sauber. Das Fett ist weg. Genial. Ariel Ultra und das weiche Dosiersäckchen, das ist die Lösung. Ariel Ultra wäscht mehr als sauber. Ultra rein. Eine gute Zukunft mit guten Zinsen. Die BAWAG hilft dabei. Zum Beispiel mit dem Kapitalsparbuch mit Zinsengarantie. Jederzeit abhebbar und trotzdem gute Zinsen. BAWAG, Bank für Arbeit und Wirtschaft.